Ja. Moin Leute. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ich bin immer noch hier dabei am Spielen. Gegen die Bugs, gegen alles Mögliche. Gegen russische, chinesische Roboter. Und ich habe übrigens... Ist es ziemlich lustig, denn ich töte die gerade mit einem chinesischen Offiziersschwert. Also, ja. Läuft. Also in der letzten Folge haben wir ja unser wunderschönes Häuschen da drüben gebaut, das auf gar keinen Fall zu groß geraten ist oder offene Stellen hat. Das muss so. Und dieses Mal kümmern wir uns jetzt um das Top of the World Radio Funksignal. Ich weiß nicht, ob ich über die Hütte da überhaupt hinkomme. Und ich habe keinen Timer gestellt. Alles klar. Okay, dann gehe ich weiter in diese Richtung, währenddessen ich mit der anderen Hand den Timer starte. Sieh mal einer an. Ich bin einigermaßen multitaskingfähig. Und der Timer ist gestartet. Oh, sick, wie habe ich das nur wieder hinbekommen? Ich bin mal wieder richtig stolz auf mich. Ich habe es geschafft, mit einer Hand mich zu bewegen. Und mit der anderen Hand dieses Mal nicht mich zu befriedigen, sondern einen Timer zu starten. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Ihr seid so nervig. Ich würde jetzt echt gern die Sachen von denen plündern. Aber... Ich hab echt gar keine Lust. Jetzt überlastet zu. Komm schon mal her, hier. Das Offiziersschwert ist echt schwach. Oh, ein Kampfmesser. Nice. Das ist bestimmt besser. Also der Schaden ist schon echt sehr traurig. Ich meine, es ist nicht die schnelle Geschwindigkeit oder sehr schnell, es ist mittel. Und dass es dann echt so wenig Schaden macht, ist jetzt. Schon traurig und dass es nicht trifft, ist es noch viel trauriger. Mein Gott hier. Okay, wir nehmen uns jetzt einigermaßen ein paar Waffen mit. Hoffen darauf, dass wir gleich wieder was zum Zerlegen finden. Ach egal, ich suche jetzt mal die Leichen nicht ab. Ich glaube, wir haben eh nur die 10 mm dabei. Und die brauchen wir jetzt eh erstmal nicht. Also, die finden wir ja so oder so überall. So, Moment, ich soll vielleicht ein Ding reinmachen. Ich vermute mal, dass das soll der Sender sein. Oh, ich. Ach, das ist jetzt gut, dass ich da jetzt keinen. Ach komm. Dass ich da jetzt nichts reinsetzen kann, dass ich da hingehen kann. Weil da einfach dieses Menü jetzt ist. Diese Markierung. Okay, wir könnten die jetzt killen und diese Waffen zerlegen. Das könnten wir tun. So, aber sollen wir das tun? Das ist eine andere Frage. Moment, die haben das nicht gecheckt? Was? Die haben das nicht gecheckt, dass ich gerade jemand erschossen habe? Die suchen nicht mal nach mir? Was denn los bei denen? Ist es am Nebel? Liegt es am Nebel? Ich weiß übrigens nicht, warum die Lobbys heute alle so vernebelt sind. Ich dachte eigentlich, das ist nur die eine Lobby, aber anscheinend... Ist jede Lobby, in die ich reinjoine, vernebelt? Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie weihnachtlich irgendeinen Grund haben soll oder sonst was. Heute ist übrigens der 1. Dezember. Oh, da ist ja einer. Da war ja einer. Okay, das war keiner. Ich dachte, das wäre einer. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt schon wieder hier den taktischen mache. Hier erstmal Spritze rein. Nee, okay, wir stürmen. Wir stürmen, Leute. Wir gehen aufs Ganze. Jetzt gehen wir aufs Ganze, ey. Jetzt ist aus. Jetzt ist aus. Hier, jetzt komme ich mit meinem chinesischen Offiziersschwert. Das Stumpfer ist ein Buttermesser, ist offensichtlich.
Hier, chinesisches Schwert ist das. Gönn's dir, made in China. Wir wissen ja, dass das gutes Zeug ist. Bam! Made in China hat dich fertig gemacht. Ey, der Wahnsinn. Made in China, Leute. Vergesst es nicht, kauft euer Zeug in China. Da, das ist auch alles aus China anscheinend. Hat gut gehalten. Made of China for the win. Wahnsinn! Und anscheinend sind die Gegner auch direkt aus China. Sie kapieren nämlich nicht, wo wir sind, obwohl wir gerade reingestimmt sind und ihre Freunde alle erstochen haben. Mit unserem super tollen chinesischen Offizierschwert, das ja offensichtlich sehr mächtig ist. Jetzt mal ohne Witz hier. Kommt ihr jetzt mal hier raus? Sag mal, haben die eigentlich auf einmal Krallen oder so, nur weil sie jetzt verbrannt sind? Oder warum denken die, dass das ein geiler Angriff ist, mit ihren Fingernägeln anzugreifen? So, okay. Ich glaube, wir haben letztens wirklich was hier übersehen, oder? Waren wir hier unten drin das letzte Mal? Ich weiß das nämlich gerade gar nicht. Waren wir hier unten drin? War ich wirklich so dumm und habe das hier nicht gefunden? Kann es sein, dass das passiert ist? Ich bin mir jetzt nicht sicher gerade. Ich bin gerade echt unsicher, aber hier ist ein Hotdog, immerhin. Was haben wir hier? Oh, Aluminium. Das Spiel ist irgendwie psychisch übergreifend auf mich. Ich habe heute etwas aus Aluminium gesehen. Also auch so eine Dose oder was das war, ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls Aluminium. Ich habe Aluminium gesehen und mich sofort gefreut. So, oh shit, da ist Aluminium. Total übertrieben. Überhaupt nicht zurückgeblieben oder so. So, ich habe mich gefreut. Für einen kurzen Moment, bis ich kapiert habe, warum greife ich jetzt nach diesem komischen Aluminiumdosending. An den ich mir sehr wahrscheinlich den Finger eher aufkratzen würde. Trotzdem irgendwie lustig gewesen. So, Mitarbeiterterminal. Und das werde ich bestimmt nicht lesen. Oh nein, ich bin sehr mit den Angriffen auf... Was? Ich bin seit den Angriffen auf der Flucht. Ich wusste nicht, wohin. Ich wusste, dass ich verschwinden muss. Eine knappe Woche lang bin ich nur ziellos umhergewandert. Und ich schlafe jetzt richtig ein hier. Also manchmal steht da ja was ziemlich Interessantes drin. Und ich weiß jetzt nicht mal, ob ich das gelesen habe. Vielleicht schon und schon wieder vergessen habe. Weil es einfach zu uninteressant ist. Okay, nee, das haben wir niemals gelesen. Aber das ist auch so viel. Ach, egal, was soll's. Ab hier lese ich's mal. Dann wird es vielleicht so eine 30-Minuten-Folge. So, wer weiß, vielleicht 40. Ja, scheiß drauf, da Hund, ey. So. Ich werde den Laden als Basislager und... was? Ich verwende den Laden als Basislager. Ich habe in den letzten Tagen die nähere Umgebung erkundet und Vorräte gesammelt. Außer Wildtieren ist mir hier noch nichts Lebendiges begegnet. Und selbst die machen sich ziemlich rar. Ich hörte irgendeine Art Flugmaschine über mir, aber bis ich es nach draußen geschafft hatte, war sie verschwunden. Ich glaube langsam, dass ich zu den wenigen Leuten gehöre, die den Angriff überlebt haben. Er meint wahrscheinlich das Flugzeug, das abgestürzt ist. Komisch, dass er die Explosion da nicht gehört hat. Das muss ja irgendwie Krach gemacht haben, oder? Egal. Als ich heute nach Hause kam, waren zwei Männer gerade dabei, meine Vorräte auszuräumen. Ich weiß nicht, wer die waren, aber ich durfte nicht riskieren, dass meine ganze harte Arbeit umsonst war. Ich hätte ja versucht, vernünftig mit ihnen zu reden, aber die wirkten nicht so, als ob man mit ihnen Vernunft kommen könnte. Sobald sie die Hände voll hatten, habe ich das Feuer eröffnet, sie hatten keine Chance. Ich hoffe, ich habe keinen schweren Fehler gemacht. Ich kann schon wieder kaum schlafen und döse im besten Fall mal eine Stunde lang weg. Meistens wache ich von fernen Schüssen oder dem Schrei irgendeiner unnatürlichen Kreatur auf, die auf die Jagd geht. Es fällt nicht leicht, sich in meinem neuen Zuhause die Zeit zu vertreiben. Ich bin dazu
übergegangen, die Bilder der Skifahrer an der Wand anzustarren und mir Geschichten auszudenken, wie ihr Leben wohl ausgesehen hat. Es ist kaum vorstellbar, dass Leben einmal so simpel war. Oh, du heiligen Dill. Es haben schon wieder zwei Leute versucht, meinen Unterschlupf auszurauben. Dieses Mal ein Mann und eine Frau. Ich war zu Hause und sah sie kommen. Ich habe ihnen von Weitem eine Drohung zugerufen, damit sie noch wegrennen können. Sie lachten aber nur um begannen zu schießen. Was? Was? Achso, sie lachten. Warte, was? Sie lachten, aber nur und. Was? Okay, Moment. Anscheinend bin ich gerade sehr retarded. Zurückrufen, damit sie noch wegrennen können. Sie lachten aber nur und begannen. Sie lachten nur und begannen zu schießen. Okay, der Text hat mich gerade übel verwirrt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht fehlt da eine Marke oder so. Ich weiß nicht. Das hat mich gerade irgendwie verwirrt. Ich weiß nicht warum. So. Ich erwiderte das Feuer und erledigte den Mann. Doch ein Schuss der Frau erwischte mich glatt an der Schulter. Zum Glück konnte ich sie verjagen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie zurückkommen wird. Ja, hättest sie nicht überleben lassen dürfen, ne? Die Wunde in meiner Schulter ist viel schlimmer als erwartet. Ich habe keine Antibiotika und kann die Kugel nicht entfernen. Ich kann sogar kaum noch meinen Arm erheben. Wenn ich nicht bald medizinisch behandelt werde, habe ich ein ernstes Problem. Ich habe nur zwei Möglichkeiten. Ich kann meinen Unterschlupf verlassen und Hilfe suchen oder hier bleiben und das Beste hoffen. Ich fürchte, dass ich bei beiden Optionen nicht lange durchhalten werde. Ja, sehr wahrscheinlich. Nee. Mein rechter Arm ist nutzlos und ich glühe vor Fieber. Ich bin zu schwach, um Nahrung zu suchen oder frisches Wasser zu holen. Ich bin also erledigt. Das Zeitfenster, mir Hilfe zu suchen, habe ich verpasst. Das wird ziemlich sicher mein letzter Eintrag sein. Wenn jemand diese Nachrichten entdeckt und meine Leiche findet, wünsche ich mir ein richtiges Begräbnis. Ich habe meine magere Sammlung an Vorräten. Eine wird dir helfen. Ich wünsche viel Glück. Okay. Können wir den wirklich begraben? Ich glaube nicht. Ich glaube eigentlich nicht, dass es funktionieren wird. Es wäre eine coole Quest, jetzt so nachträglich noch so einen Typen beerdigen zu können. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt hier irgendwas finden. Und wenn da eine Leiche ist, haben die bestimmt die Verbrannten schon gefressen. Okay, jetzt wissen wir aber, dass die Verbrannten nicht die ganze Zeit hier waren. Es sind halt wirklich Leute, die danach gekommen sind. Gut zu wissen. Kann ich das irgendwie an... Naja, egal. Schlagring, weg damit. Schon wieder sonst Skischwert. Ich glaube, in der Kiste habe ich noch eins, deswegen kann man das ruhig zerlegen. So, ein Jagdgewehr, eine Pumpgun. Zerlegen wir mal alles. Okay, das war schon wieder. Nice. Okay, also wir werden hier keine Leiche finden, oder? Ich gucke jetzt nur mal durch, ob wir vielleicht doch eine Leiche finden. Und damit irgendwas machen können. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir nichts finden werden. Also hier sind nur tote Verbrannte. Okay, der PC war ja unten. Ob der dann noch hochgegangen ist? Weil der... Ich würde ja meinen, dass der direkt neben dem PC dann tot rumliegen müsste. Wenn er wirklich so schwach war, wie er gesagt hat. Er hat gesagt, er kann sich kaum noch bewegen. Aber wie hat er das dann noch eintippen können? Wieso? Ich meine nur. Wie hat er das jetzt noch getippt? So eine Leiche ist hier offensichtlich ja keine. Ich sehe keine. Nee, also ich glaube, das ist wohl wirklich keine Quest. Ich glaube, sonst hätten wir ja schon an den Terminal dann irgendwie eine Markierung bekommen, so, oh, du hast eine Quest entdeckt. Das ist ja super jetzt. Okay, hier haben wir noch was übersehen. Und ich hatte gerade noch eine Lederrüstung eingesammelt, oder? Ah ja, hier. Weg damit. Jetzt sitzen wir schon wieder eine Ewigkeit hier drin. So, stelle das Top of the World Funksignal ein.
Okay. Mr. Handy, Treibstoff. Ist auch nirgendwo eine Leiche. Nope. Okay, dann können wir uns ja vom Acker machen. So, mal alles hier einsammeln. Ist aber interessant, wie viele chinesische Offiziersschwerter rumliegen. Also jetzt nur mal, ich wundere mich halt, dass da überhaupt ein einziges ist. Also na gut, so ein paar Kommunisten, die da gelebt haben, könnten möglicherweise irgendwie eins haben. Aber naja, wie haben sie das reingeschmuggelt und und ein Dat. Blähfliege und ein fucking Blutkäfer. Na toll. Kommst du wohl her? Oh, ihr wollt mir richtig auf den Keks gehen, oder? Na toll, jetzt habe ich Parasiten. Okay, jetzt. Die Waffe ist ja mal echt useless. Ich meine, ich hau einen fucking Käfer. Komm, eine Blähfliege ist eigentlich mit allen One-Hit. Es ist eine Blähfliege. Es ist eine gottverdammte Fliege. Wie kann ein Schwert so etwas nicht zerschneiden? Es ist eine Fliege, Leute. Das ist echt sehr traurig. Und da merkt man mal wieder, dass das Spiel einen zwingen will, dass man diesen Skill sich holt. Weil es gibt einen Skill, damit der Nahkampfangriff einer einhändigen Waffe mehr Schaden macht. Da gibt es eine Waffe, also ein Skill. Aber ich finde es nicht geil, dass man da was skillen muss erst. Ich weiß, es ist unnötig, das zu machen. Okay, schade, die kann man gar nicht versenken. Dann versenke ich den da wenigstens noch. Yes. Also ja, unsterblicher Kürbis, alles klar. Ah, ich dachte vielleicht so eine Mini-Quest, die nicht sofort aufgedeckt wird, wenn man dort ist. Aber schade. Oh, da ist ein Vault. Ich sehe auf der Minikarte einen entfernten Vault. Eisen. Was? Eisen, der braucht kein Schwein. Ich frage mich, welche Leute wirklich Eisenerz einsammeln. Das ist so derbe unnötig. Man bekommt aus allen also Metall. Stahl, whatever. Das Erze einzusammeln ist echt sinnlos. Also beim Aluminium verstehe ich es noch einigermaßen. Aber sonst wiegen die Dinge einfach nur zu viel. Und eigentlich unnötig mitzunehmen. Aber gut. Ich höre Schritte. Nein, das sind keine Schritte. Das ist viel gefährlicher. Oh, bitte kommt das Ding jetzt nicht hierher. Oh, ich verstehe. Bergumgebungen sollte man vielleicht nicht gehen. Hier sollte man vielleicht nicht herkommen. Okay, hab's kapiert. Hab's kapiert, Spiel. Wenn man hierher kommt, kommen Brandbestien. Oh, fuck. Okay, ich will eindeutig nicht sterben. Ich könnte mich zurückporten. Ich glaube, der beste Weg wäre gewesen hier rum. Da müsste ich noch mal einmal da rum. Ich komme hier nicht durch. Ich kann da nicht hochklettern. Was, du leidest an Nährstoffentzug wegen Parasiten? Naja, stimmt, Parasiten haben wir ja. Mist, haben wir kein Heilmittel? Ich dachte, wir hätten Heilmittel gehabt. Echt, wir haben kein Heilmittel? Ich war mal echt sicher, dass wir was haben. Oder? Oh oh. Es ist ganz nah. Ich höre die Flügelschläge, Leute. Ich höre sie. Also gerade eben nicht mehr, aber ich höre sie. Okay, es ist vielleicht besser, mich wegzuporten.
Wenn es uns einmal sieht, können wir uns nicht mehr wegporten, ist das Ding gerade. Und der Weg zurück wäre jetzt auch irgendwie ein bisschen nervig. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da ja nicht hoch. Oder? Komme ich da hoch? Ja, würde mich wundern. Nee, da komme ich nicht hoch. Nee, da bin ich auf jeden Fall tot. Okay. Dann porte ich mich. Dann porte ich mich jetzt wieder zurück zu Wintersports etwas. Und schau, wie ich drum rumkomme. Ich habe das Gefühl, in dieser Folge wird es auch wieder nichts werden. Ich hab's irgendwie ganz leicht im Gefühl. Ganz leicht. Und nebenbei habe ich eigentlich Angst, dass das Capture-Programm gerade abstürzt, weil gestern habe ich wieder gespielt. Also ich habe nicht aufgenommen, ich habe nur gespielt. Und dann ist der PC einfach abgestürzt. Also das kann jetzt darin liegen, dass ich die ganze Zeit das Capture-Programm offen hatte. Weil ich muss ja umschalten auf dem anderen, nicht Sender, also ich muss hinten halt das HDMI dann umschalten, wenn ich auf der PS4 spielen will, wenn ich nicht aufnehme. Aber ich war halt zu faul, das zu machen, deswegen habe ich das Aufnahmeprogramm einfach offen lassen und so weitergespielt mit dem anderen Charakter. Und ich denke, darin ist der PC dann irgendwie abgestürzt oder so, weil eine andere Erklärung habe ich jetzt nicht, warum der PC jetzt abgestürzt ist. Es ist eigentlich ein guter PC. 1,5K will ich mir schon vorstellen, dass er was drauf hat. Und der ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Es war jetzt nicht gerade der beste Kauf, den ich machen hätte können für das Geld. Aber er ist auf jeden Fall besser als alles, was ich davor hatte. Auf jeden Fall. Aber sowas dürfte ihn eigentlich nicht zum Absturz bringen. Ich habe jetzt die ECB Library oder wie das heißt. Also das, wo eigentlich die Videos von der Elgato gespeichert werden würden, habe ich komplett gelöscht. Damit es keine neuen Daten anlegen kann. Hoffe ich zumindest, dass es funktioniert, was ich da gemacht habe. Weil es hat ja so Restspeicher, so Skip Back und so. Das habe ich alles abgeschalten. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Dass da jetzt nicht unbedingt nochmal was passiert. Das wäre wirklich schön. Wirklich, das wäre schön. Und was ist das vor uns? Ist das ein Aussichtspunkt oder... Oh ja, das ist ein Aussichtspunkt. Sieht Raider-mäßig aus. Okay, Leute. Gut, damit ist bestätigt. In dem Video wird es wohl nichts mehr. Ich bin mir ganz sicher bin ich mir übrigens. Dieses Notsignal ist gar nicht so nötig, wie es den Anschein hatte. Ich bin mir sicher, das ist genauso wenig wichtig wie das Responder-Notsignal, den wir eigentlich schon, ja, schon nachgehen, seitdem die Videos verpixelt sind. Also schon immer. Und wie kann der Typ eigentlich durch das Fernrohr was sehen? Es ist dreckig as fuck. Okay. Okay, Leute. Wir machen das. Natürlich Verbrannte. Wisst ihr, die Verbrannten ist ja eine ganz nette Idee. Aber ich will Raider. Ich will Leute, die schreien, oh, oh, Frischfleisch und keine Ahnung, so, mit uns hättest du dich nicht anlegen sollen und so ein Zeug halt. Oder ergib dich und dann tun wir dir nichts. Vielleicht. Solche Sprüche. Aber die nur so. Ich habe mich an meinen eigenen Spucker verschluckt. Ihr versteht, was ich meine, oder? Die sind nicht mal ansatzweise so das, was man von den Raider-Ersatz erwartet. Dass man wirklich... Komm. Die Raider ersetzen, das ist einfach... Ein Fallout ohne Raider ist einfach nur Trash. Das ist einfach nicht mehr dasselbe. Komm, hör auf rumzubuggen und komm raus. Schieb dir halt deine Finger weg, meine Güte hier. Da ist er... Ist der so auf seine eigene Falle gerannt? Sag mal, ist der Typ da gerade gegen... Okay, also die Falle ist ja nicht gerade gut versteckt, will ich jetzt mal sagen. Wenn sie hinter dem Stein wäre, dann vielleicht. Aber die musste da unbedingt jetzt... Ach, komm. Soll man da wirklich noch Fragen stellen?
Ah, okay, die Schrotflinte wäre dann wohl ausgelöst worden. Cool. Ist aber nicht die erste Falle, die einfach so komplett sinnlos da ist und eigentlich schon ausgelöst ist. Habe ich schon viele Fallen gefunden von. Mein Whisky. So, mal schauen, was der Boss für Loot hatte. Soviel ich gehört habe, wurde der Loot ja hochgedreht. Es kann aber auch sein, dass das erst passiert in den Dezemberwochen. Ich glaube, am 8. Dezember wird da was rumgepatcht. Also, wenn das Video hochgeladen wird, ist es wahrscheinlich schon lang passiert. So, hier mal noch eine Sichel. Toll. Vor ein paar Tagen hätte ich die Sichel gebraucht für die wöchentliche Mission, aber gut. Jetzt ist spät, ne? So, Ryder, ihr habt doch locker was zum Zerlegen hier irgendwo, oder? Hier ist doch bestimmt irgendeine Werkbank. Jetzt seid nicht so, ihr seid Ryder, ihr müsst sowas haben. Also, ihr wart Ryder, bevor ihr verbrannt seid und so wahrscheinlich. Okay, wir sind überlastet, oder? Ja, das sind wir. Und diese Schlauberger haben kein. Da toll. Sag mal, hab ich vielleicht ein Level Up oder so? Nee, verdammt. Ah, das nervt mich. Aber ich muss eindeutig meinen Skill verbessern. Bierflasche. Die haben hier echt nichts zum Zerlegen? Was sind denn das für Leute hier? Jetzt muss ich meine Bude wieder verlegen, wahrscheinlich. Wenn die hier nichts zum Zerlegen haben. Oh, ein selbstgebrannten, ja, den gönne ich mir. Ein Bowie Knife. Keine Ahnung, wer das da hingelegt habt. Ist egal. Oh, Moment, wir können ja auch den Turm hier noch rauf. Ja, toll. Das sieht jetzt nicht gerade besser aus. Okay, ein White Hirsch. Nehmen wir auch mal mit. Also, das finde ich jetzt nicht geil, dass hier keine Werkbank ist. Die hätten zumindest eine Waffenwerkbank hier hinbauen können oder sowas. Aber gut. Das war's mit diesen Raider verbrannten Außenposten. Whatever. Sieht wirklich wunderschön aus hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde nämlich das Video jetzt beenden und dann sage ich jetzt eigentlich nur noch Tschüssikowski. Bin auf das Falsche gekommen. Egal. Tschüssi.